Habe ich hier irgendwo in der Mitte, an dem Rand hier irgendwo? Huch, warte. Das ist ein Pfeiler. Muss doch irgendwo eine Tür sein, ne? Ja. Da kann ich nicht durch. Ist die Tür da hinten gerade aufgegangen oder was? Ich habe was klappern hören, aber ich weiß nicht, wo das herkam. Auto? Bin ich. Ach so, der Alarm war vom Auto. Ja. Kann gut sein, dass sie jetzt... Ah, nee, das Gitter ist umgefallen. Wir können auch weiter runter. I'm at the old building. Hello? Hello? Der Vogel war kurz stuck. Oder, hey, was ist denn das für ein Vogel? Ich denke mal, da hinten durch die... Ah, nein! Ich komme dir zu Hilfe! Spring nicht! Ja, okay. Konnten wir natürlich nicht rennen. Der gleiche Typ ist immer noch auf mich. Ich glaube nicht, dass er eine bipolare Frau wie mich Marissa still warns me about him. She told me that Sorn gave her the same creepy feeling like that character from the movie American Psycho. P.S. A street fortune teller stopped me. He told me to stay away from any new encounters. American Psycho. Ja. Ja, du, ich glaube... Als junger Mann hier ist Corona die kleinste Sorge in diesem Krankenhaus. Ah, was? ETF. Was war das denn jetzt? Ich habe es nicht gesehen, ich habe nur den Sound gehört. Ich gehe einfach weiter. Ich gehe wieder ins Krankenhaus rein. Ah, die Tür ist natürlich offen. Wieder die Flure erkunden. Ich muss sagen, ich gehe hier schon ein bisschen entspannter durch die Flure als anfangs. Also ein bisschen wurde ich hier anscheinend schon abgehärtet gerade. The people on the boat were dismay. Surely an unlucky person was the one to blame for this situation. To find the person responsible, fate was put in a lucky draw. The fate of the wealthy son seemed grim, however, as he was deemed unlucky 3 times in a row. Nö. Ach nö. Ich möchte kein Unglück haben. Aber bisher haben die noch nichts im Klo versteckt. Immerhin. Was? Ich kann mich nicht mehr bewegen. Boone, what the hell are you doing here? Oh. Rama! It's good to see you. Please, help me! Don't tell me you're doing something stupid like hunting for ghosts. Okay. I won't tell you then. That's enough. Some people have gone crazy here, and they're going to kill each other. We need to call the police. What? Kill? What the hell is going on with this place? There are ghosts and killers? Is that a woman screaming? Yeah, you have to hurry. I'll go help her. Okay, okay.
But where's the exit? Go straight that way. Then you go down the stairs, and the door will be open. After this shit is over, please don't tell my dad about this! Exit. Wir brauchen nur die Treppe runtergehen. Nee, Alter. Folgen dem Exit Shield. Ja, na klar, was ist das denn für ein ekliger Scheiß da? Hallo. Was hast du denn hier gegessen, sag mal? Das sieht aber noch ganz frisch und gut aus. Was war das denn gerade wieder für eine Gestalt? So. How to see a ghost, Part 3. 8. Play hide and seek during the night. Invite the spirit to dine with you. Sprinkle the tear of a black dog on your eyelid. Oh, ich glaube, wir haben eine Beschreibung, haben wir verpasst, oder? Also mindestens eine Beschreibung haben wir verpasst. Ich glaube, wir waren ja nur von 1 bis 3 erstmal gekommen. Oh, okay, sehr schön. Immer schön, das Spiel ist gespeichert. Ah, ob wir rauskommen? Ich glaube es ja nicht. Okay. Wieder finden. Die ganzen Gesichter sind auch noch. Die hat dann verschwommen. Ja, Part 2 hat gefehlt, ne? Meine ich auch. Den haben wir nicht gefunden. Schade. Oder wir finden ihn noch, aber ich glaube nicht. Ich glaube schon, dass das in den einzelnen Kapiteln in der chronologischen Reihenfolge ist. Okay, da brauchen wir einen Schlüssel. Wir müssen auf jeden Fall dort durch, wegen dem Exit-Schild. Nein, Pull. Ich hasse das, wenn ich die Türen so aufmachen muss. Cam! Natürlich. Ich muss ja unsere Mission noch weitermachen, ne? Hier die. Boah, Alter. Alter. Leck mich am Arsch, ey. Ich krieg ja echt ein zu viel mit dem Pup. Da habe ich mir gerade echt fast in die Hose gemacht. Ah. Okay, Leute. Nein. Sehr uncool, was ihr hier macht. Sehr, sehr uncool. Mich jetzt hier durch? Ich hab... Ja, natürlich. Ah, jetzt komme ich hier durch. Okay. Ihr seid echt gruselig, Jungs. Ihr seid echt creepy. Okay, nein. Ich folge dem Exit-Shield. Da gibt's wieder irgendwelche wilden Rituale. Ein Schlüssel. Okay, wofür der auch immer ist, konnte ich nicht untersuchen. A mat left by Chu saying, use the key to open the door and get a ceremonial candle. Okay. Nächstes Ritual. Warum gibt er mir eigentlich solche komischen Aufträge, dieser Chu, unser Kumpel? Also wir sollen hier einzelne Stellen fotografieren, wo wir dann Graffitis anmalen sollen, oder er. Und dann gibt er uns hier noch Aufträge, irgendwie ein Buch auf Toilette zu finden und hier solche Zeremonie zu machen. Was ist mit dem nicht in Ordnung? Wo stehen wir denn? Wir sind oben rechts, glaube ich, ne? Oben rechts. Boah, da muss ich noch mal einmal komplett zurück.
Okay. Gab's nichts, ne? Ich muss mir das nochmal kurz angucken. Aha. Okay. Komm ich eigentlich durch? Ah. Ich bin doch jetzt. Ah, ein Gecko. Okay. Ein Riesengecko. Sind doch keine Geckos mehr, ganz ehrlich. Ih, was ist das denn? The beautiful island was not the paradise as it seemed to him. The land was an unholy place reserved for the purpose of punishing any who had committed sin towards their parents in the form of hurting or killing. Okay. Ist das Vieh, was hier rumgekrochen ist auf dem Boden und gefressen hat? So, weiter? Was? Sind auf jeden Fall ganz viele Geckos und irgendeine Flüsterstimme. Na gut. Not even the lotus in the woman's hair were what they seemed. The flower was a blade, engraved and circular in shape, that decorated the head of the prey. These monsters became as such because of a sin they committed as a human. The sin of killing one's parent left the soul scattered and mangled the body to become a prey oneself. Frag mich, was das alles damit auf sich hat. Mit den ganzen Reimen hier, mit den Redewendungen. Oh, wir haben die Ritualkerze. Wow, WTF. Das ist ja ein Riesenvieh. Die ist ja riesig, die Olle. Was hat er gerade so geklopft? Übel. Ich glaube, ich muss nur die Kerze anzünden, oder? Ich muss nur eine Kerze anzünden. Ja. Okay. Brauche ich hier wieder noch irgendwas? Peinlich. Ich war da unten in dem Raum. Okay, hier war ich nicht. Ich war hier unten in dem Raum. Die Kerze habe ich ja. Die Kerze habe ich mitgenommen. Die habe ich ja von hier mitgenommen. Meine ich, aus dem Raum hier. Aber hier sind ja noch andere Objekte. Hier sind ja auch noch Objekte, die ich irgendwie einsammeln kann. Aber die Tür hier ist verschlossen. Oder kann ich dich hier reinstecken? Ah. Aber ich kann die nicht anmachen. Oh doch. Doch, Light Candle. Jetzt. Ah, okay. Okay. Was? Boah, Alter. Ah. Verdammte Axt. Ah. Okay. Warum seid ihr denn jetzt Leichen? Und ich komme nicht an euch vorbei. Okay. So kann ich mich auch nicht vorbeischleichen. Oh, okay.
weg. Ja, die sind echt eklig. Ohne Scheiß, die Viecher auch. Die sind echt richtig widerlich, die Viecher. Und die kriegen mich jedes Mal. Okay, ich... Komm weiter. Warte, ich guck noch mal auf die Karte. Ich muss noch mal kurz auf die Karte gucken. Damit ich direkt den richtigen Weg gehe. Dadurch und dann direkt wieder nach rechts. Und dann... Ja, zurück und geradeaus und dann wieder rechts. Okay. Aber hier liegt nur ein Schriftstück, ne? Und das haben wir ja schon. Nee, das haben wir noch nicht. The wealthy son was overcome by the flower's beauty. He desired it for himself. As he approached the object, his admiration for it only grew. So. Ich weiß wirklich nicht, was es mit den ganzen Wörtern hier auf sich hat. Bis Game saved? Okay, wir sind richtig. Nach oben. Aber ich will doch raus. Ich will ja nicht nach oben. Wieder die Lotusblume. Wanting the lotus to decorate his hand more than anything else, the son approached the prayed, requesting one for himself. Ob wir auch eine Lotusblume erhalten? Ja. As he put the lotus on his head, its true nature struck him. The blade sliced his skull, cutting the bone and digging into his flesh in retribution for the son's sin. The sin of striking his mother and killing her in doing so. Übel. So eine krasse Pflanze. Was? Wow, wow, Alter. Habt ihr das gesehen? Das Riesenvieh. Es kommt auf mich zu. Nein. Nicht schon wieder solche Verfolgungsscheiße. Oh Gott. Oh Gott. Ich drücke Space. Ich drücke Space. Aha. Wow. Okay. Boah. Ist das ein hässliches Riesenvieh. Oh, ich glaube, ich muss hier durch. Boah, ist das ein widerliches, hässliches Vieh. Ja, komm schon. Boah, okay, doch nicht. Exit, exit. Was, 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 was? Ah. Geh durch, okay, boah. Da hab ich mich. Boah, Alter, wer bist du denn? Scheiße. Wer war das denn? Ja, mein Puls ist definitiv am eskalieren. Okay. Huhuhu. End of Chapter 6. Ah, Kapitel 7. Marissa. 2.20 Uhr. Aber mit der Zeit kommen wir auch nicht so richtig voran, oder? Wie viele Kapitel hatten das Spiel eigentlich? Keine Ahnung. Uiuiuiui. Aber sieht ja alles gut aus. Läuft das eigentlich bei euch die ganze Zeit richtig flüssig? This place is too dangerous. Ja, das ist hier viel zu gefährlich. Aber bei mir zeigt ja auf jeden Fall an, dass ihr auf jeden Fall eine konstante Übertragung von 60 Frames die Sekunde bekommt. Ah! Ja, leck mich am Arsch. Araya. Warum tust du uns das denn an? Wir sind deine einzige Freundin. Ja, okay. Verschließen sich alle.
Ja, wusste es. Ich wollte gerade sagen, ob der nicht gleich hier runtergerollt kommt. Und schon wurde runtergestoßen. Komm ich bestimmt auch nicht durch, nein. Oh Gott. Wo muss ich denn ganz hin, bitte? Ich gehe immer weiter runter. Okay. Hier. Scheint es nicht wirklich weiter zu gehen. Noch weiter runter. Oh. Ah. Die Olle, die gibt mir heute garantiert noch einen Herzinfarkt. Ja, genau. Warum machst du sowas mit uns, Araya? Deine liebe Freundin. Also die Gänge hier sind schon wieder richtig creepy. Ohne Scheiß. Ah, da hinten steht sie. Diesmal hast du mich nicht erschreckt. Aria! Wait! Who did this to you? Hey! BTF. Ich will dir doch nur helfen. Ah. Okay, sie hat keinen Bock auf Hilfe. Ah. Renn hier durch das kleine Loch durch. Ich glaube, ich hätte mich mal auch auf der anderen Seite umschauen sollen, weil ich glaube, ich verpasse ja schon wieder einige Dokumente. Wobei, ist euch das sehr wichtig? Sonst würde ich hier wirklich weiter durchlaufen. Und einfach versuchen, den richtigen Weg zu finden. Weil hier kann ich jetzt nochmal ein bisschen durchsuchen, kann ich ja. Eigentlich bin ich ja eher der Freund, dass ich wirklich alles durchsuche. Aber dieses Spiel ist doch ziemlich creepy. Also, das geht mir doch ein bisschen hart an die Nieren. Muss ich ehrlich sagen. Es ist echt richtig unheimlich, das hier zu spielen. Ich weiß, beim Zuschauen ist das immer noch mal ein bisschen was anderes, als selber zu spielen. Deswegen, hui. Errungenschaft freigeschaltet. Dr. No Best. A medical statement that belongs to Miss Araya Supapan. Department of Psychiatry, 19. Januar 2015. Manic Depression Bipolar Disorder. Müssen wir ja. Oh, hey! Maria? Ich weiß, du hast eine bipolare Störung, aber. Ach, Mensch. Wir wollen dir doch nur helfen. Mini Diary. Das ist das Tagebuch von Araya, ne? Also das habe ich schon die ganze Zeit vermutet. Marissa went apeshit today. This is the first time I've ever seen her like this. Maybe I shouldn't tell her that I'm seeing Sorn. Well, it's already too late. I already love him. Okay. War denn ein Eintrag daraus, bevor Sorn und sie dann wahrscheinlich zusammengekommen sind? Also Sorn und Araya. Aber dann scheint ja irgendwas vorgefallen zu sein, dass sie sich auch wieder getrennt haben. Fuck! What the fuck is happening today? Two people dead, and jumped off the roof and one hang herself. They were still so young. And now? Also schon wieder jemand Selbstmord gemacht. Oder, also, in den Selbstmord getrieben worden. I tried to get help, but the girl, her body was gone. I only found the phone on the ground. What the fuck is going on, Rama?
Ah, da hinten stehst du. Okay. Komme! Komme! Warte mir, warte mir. I will wait for you. Ist sonst noch was? Nee, ne? Nee. Was für ein grünes. Ah, ist wieder eine Scherbe. Mirror and Memory. Ah, das ist Thorn. Shit. I'm pregnant. Mm. What should I do? I really want to talk to Marissa. I think there's something wrong with Thorn's phone. I couldn't contact him at all today. Okay, daran lag es dann wahrscheinlich. Er wollte sich aus dem Staub machen, weil er Araya geschwängert hat. Okay, wir waren hier überall, ne? Oh ja. Okay, wir müssen da hin. Warte. Araya, bitte. Juhu, gespeichert. Ja, ich weiß. Ich freue mich jedes Mal aufs Neue. Aber so ist das. Wer sitzt dort? Araya? Boah. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Um Gottes Willen. Wer ist das denn jetzt? Nein. Da liegt noch ein Zettel. Ah. Stopp, ich weiß nicht wohin, ich weiß nicht wohin. Na scheiße, ja, okay. Ah. Wo musste ich da gerade hinlaufen? Die ganzen Türen waren zu. Game saved? Warte. Ach, das sollte ein Tod sein? Das war gewollt? Oh. Nee, es war nicht gewollt, ne? Nee, da komme ich nicht durch. Nee, es war nicht gewollt. Okay, also hier. Ah, hier geht's noch weiter. Ah, okay. Okay, dann weiß ich ja, wo wir gleich hinlaufen müssen. Aber dann lesen wir vorher nochmal den Zettel. Den habe ich eben, glaube ich, gar nicht gelesen. I feel so bad. I kept the phone from the hanged girl. She only had one contact on her phone. Maybe this Marissa is the only one she can talk to. She's certainly the only one I can contact. If only I had the guts to do more than write her that message. I'll explain it to her when she's here. Rama. Okay. Er hat das Handy von Araya gefunden. Und mit Marissa wird er Kontakt aufnehmen. So. Ab geht die Post. Yo. It's me. Stop. Oh, okay. Direkt richtig gelaufen. Oh, sehr gut. Ja, stopp. Ich bin auch dafür, dass du aufhörst damit. Mein Puls geht wieder in die Höhe. Oh, okay. Ah. Okay, das war's. Ich bin hier entkommen. Holla die Waldfee. Holla die Waldfee. So eine Scheiß. Bei diesem Spiel hat man einen Ruhepuls von 130, glaube ich.